Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gucken wir uns mal wieder das 11,6 Zoll Joying an. Das ist jetzt schon installiert, das Installationsvideo kommt noch. Aber ich will euch ein bisschen zeigen, wie es dann aussieht mit der CarPlay und der Android Auto Funktionalität. Im Prinzip, ich habe halt schon mal im letzten Video darüber gesprochen. Es gibt auch die Möglichkeit, dieses Radio per Kabel ans Handy anzuschließen und dann halt Kabel gebundenes CarPlay zu benutzen, aber es gibt auch die Möglichkeit Wireless CarPlay. Wir machen einfach mal an, einfach Zündung an, dann startet das Radio und dann sind wir schon da. Und um jetzt CarPlay einmal zu starten, gehen wir einmal ins Menü und drücken auf CarLink. Bei CarLink startet sich automatisch die Verbindung zu meinem Handy. Mein Handy ist aktuell nicht per Kabel angeschlossen, das heißt, es liegt einfach hier neben mir und es dauert nicht lange, dann sagt das Radio, dass alles in Ordnung ist und dass ich quasi drin bin. Die Ansicht hatten wir letztes Mal auch schon mal. Das heißt, wir sehen, dass wir im Wireless-Modus sind, indem wir halt hier das Akkusymbol sehen. Wenn das Akkusymbol nicht da ist, sind wir mit dem Kabel verbunden. Wenn das Akkusymbol da ist, sind wir per Wireless-Kabel verbunden. Können jetzt hier alles machen, ganz mal rechts, links wischen, das funktioniert soweit alles. Eine Sache, die ich beim letzten Mal auch schon gesagt habe, die ein bisschen komisch ist, die Verzögerung, die Tonverzögerung, die hat mich ja ein bisschen genervt. Und dafür habe ich hier einen kleinen Test vorbereitet. Und zwar gibt es bei YouTube ein wunderschönes Video, das ist das Synchronisationsvideo. Das verlinke ich euch unten. Im Endeffekt zeigt das halt nur, wie die Verzögerung zwischen Video und Audio ist. Und an der Stelle, ich halte das einfach mal in die Kamera, gucken wir uns das mal an, wie die Töne kommen. Theoretisch kommt der Ton, wenn das Teil unten aufkommt. Und wir sehen per Wireless CarPlay, der grüne Kreis ist so, ja, auf jeden Fall mehr als eine halbe Sekunde. Eher so 600 Millisekunden, würde ich schätzen. Das zeige ich nachher nochmal. Also schneide ich gleich rein, wie viel das tatsächlich ist. Um den ganzen Spaß per Kabel anzuschließen, eigentlich auch ganz einfach. Wir verlassen nochmal CarPlay, schließen das Programm komplett und schließen jetzt quasi unser Handy mit dem Kabel an. Dafür habe ich hier ein Kabel vorbereitet. Ich schließe das einfach an. Handy ist angeschlossen. Ansonsten ändert sich nichts. Wir gehen wieder auf das Menü, gehen auf CarLink. Bis auf das Batteriesymbol gibt es tatsächlich keinen Unterschied. Das heißt, man kann jetzt nicht auswählen, will ich per Kabel, will ich nicht per Kabel. Und da ist dann schon genau das passiert, was ich dachte. Man sieht wieder das Batteriesymbol. Heißt, ich bin gar nicht per Kabel angeschlossen. Also gehe ich nochmal raus, schließe die Applikation und gehe nochmal auf den CarLink. Mal gucken, ob es jetzt klappt. Es ist wieder per Kabel per Wireless angebunden. Okay, Plan B. Was können wir machen, um die Verbindung zu erzwingen, jetzt, die wir gucken wollen? Ich mache tatsächlich den Flugzeugmodus an, denn im Flugzeugmodus gibt es keine Funkverbindung. Bedeutet, hier funktioniert nichts mehr. Wir schließen das Programm und verbinden uns jetzt per CarLink. Jetzt dürfte ich zwar nichts machen können, also keine Daten oder sonst irgendwas, aber er verbindet sich trotzdem und zwar verbindet er sich, so wie wir es jetzt sehen, hier ohne Batteriesymbol. Jetzt können wir natürlich, wenn er verbunden ist, können wir den Flugzeugmodus wieder ausmachen. Und ich würde einfach mal das Testvideo von gerade nochmal laufen lassen, wo wir jetzt per Kabel angeschlossen sind. In die Kamera. Wie man circa sieht, das Geräusch kommt nach circa einer Viertelsekunde. Das heißt, wir sind schon ein wenig schneller als gerade. Das ist besser. Das ist nicht gut, aber das ist besser.
tatsächlich einen Test auf Basis von einem Nicht-Join-Radio muss ich natürlich nochmal machen. Das heißt, ich will mir halt irgendwie einen BMW oder halt einen aktuellen Skoda oder so mal unter die Lupe nehmen, das gleiche da testen, um zu gucken, was für eine Verzögerung haben wir in der Serie. Gut, dann gehen wir mal hier nochmal raus und versuchen es jetzt als nächstes, ich mache trotzdem nochmal den Flugzeugmodus an, mit dem Android-Handy, was ich hier habe. Das ist ein Samsung J7, glaube ich. Das nehmen wir einfach mal und schließen es an. Dafür wechsle ich einmal das Kabel. Ich muss zugeben, das habe ich noch nie ausprobiert. Das heißt, ich weiß nicht, wie gut das jetzt funktionieren wird. Ich nehme einfach das Gerät und gucke es mir an. Heißt, ich stecke jetzt den Stecker hier rein. Wir sehen, Handy wird geladen. Das ist ja schon mal schön, dass das Handy geladen wird. Und jetzt versuchen wir mal Carlink zu aktivieren. Wir sehen, es ging ein bisschen fixer. Wir können es quasi hier einmal einrichten, wie ihr seht. Es braucht Rechte. Ja, kriegt es. Kriegt es. Weiter. Zugriff. Einmal alle Infos, die es braucht. Sehr gut. Nicht sehr gut. Was soll das? Also, ich benutze eigentlich kein Android, aber was hat er für ein Problem? Ich weiß es nicht. Ich versuche nochmal, Kabel raus, Kabel rein. Also die Verbindung war eigentlich echt schnell und gut. Und dann, also hier ist auf dem Handy auch die neueste Version drauf. Auf dem Radio haben wir letztens erst ein Firmware-Update gemacht. Aber es passiert nichts. Keine Chance. Schwarzes Bild. Tja, das werde ich wohl nachliefern müssen, beziehungsweise gucken, was denn damit jetzt los ist. Schwarzes Bild. Quasi keine Übertragung. Ja. Was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, dass wir eine Verzögerung haben, eine krasse Verzögerung, also was heißt eine krasse, eine Viertelsekunde mit Kabel, mehr als eine halbe Sekunde mit Wireless CarPlay, dass unser Android Auto Handy sich gar nicht verbinden will. Ja, ich benutze nur CarPlay, dementsprechend stört es mich nicht so doll. Aber trotzdem ist es natürlich ein Zustand, der nicht wirklich befriedigend ist. Ja, okay. Dankeschön. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, wenn ich noch irgendwas ausprobieren soll bezüglich CarPlay oder so, ich brauche jetzt nicht CarPlay oder Android Auto zu erklären, will ich auch nicht. Aber tatsächlich, wenn es irgendwie interessant ist, noch irgendwelches was auszuprobieren, gerne. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Danke, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss.